Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zum Euro Truck Simulator 2 auf der ProMod 2.26 mit dem, ja, von euch gewünschten Mercedes Actros MP2. So sieht's aus. Ja, und heute werden wir mal eine kleine Thementour machen. Ja, warum? Es hat sich natürlich in den letzten Tagen... bisschen wieder was geändert. Nicht hier jetzt auf meinem Kanal, sondern sprichwörtlich auf YouTube. Weil ich wieder sehr, sehr vermehrt Nachrichten bekommen habe. Maximus, ich habe deinen Livestream verpasst. Maximus, du hast ein Video gemacht, das ist mir gar nicht aufgefallen. Was ist da los? Oder das ein oder andere Video, was nicht gleich auf 1080p hochkonvertiert wurde, sondern nur auf 320. Ich weiß nicht, was YouTube wieder macht, aber YouTube macht was. Und es ist halt mal so, wenn eine große Plattform wieder ein paar Änderungen ins Spiel implementieren möchte, ins Spiel vor allem, in das System, dass da immer und immer wieder andere Sachen nicht ganz so funktionieren, wie wir uns das auf jeden Fall gewünscht haben. Und ich hoffe, dass hier irgendwann mal der Verkehr nachlässt. Genau jetzt. Ja, also ich kann jetzt nicht ganz so differenzieren, ob das nur daran liegt, weil man die Glocke nicht benutzt hat oder ob Leute, die eine Glocke benutzt haben und nichts mitbekommen. Ich gehe mal auf die Livestreams ein. Klar ist es immer abhängig von diversen Sachen. Und zwar... interessiert einen das Video oder der Livestream, das Spiel oder ist euch egal, was der Maximus macht, dann habt ihr mich sowieso nicht abonniert. Aber gerade so bei den Livestreams kriege ich immer wieder von meinen Moderatoren, VIPs und von den anderen Zuschauern, hey, ich habe nichts bekommen. Wir wissen ja alle, dass wir ja alle größtenteils, sagen wir mal zu 80%, das Handy benutzen, um mal kurz ein Video zu gucken, eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben oder zu telefonieren. Ne, das streichen wir. Telefonieren ist komplett out. Das macht keiner mehr. Ja, und wer mich denn abonniert hat und bekommt dann eine Push-Nachricht, die von oben eingeblendet wird, dann wisst ihr, der Maximus streamt gerade den Euro Truck Simulator im Multiplayer. Wow, da gucke ich doch einfach mal zu. Dieses Feature muss... nicht ganz so richtig funktionieren. Weil, ja, ihr kriegt die Nachrichten kaum. Ich merke es auch bei Videos, dass ihr irgendwann mal mitbekommt, der Maximus hat ein Video gemacht und nichts habt ihr mitbekommen. Das ist natürlich schade für mich, weil man setzt sich hin, hat so seine gewissen Erwartungen und die Erwartungen sind jetzt nicht ziemlich megamäßig hoch. Ich sage jetzt nicht, dass ich jedes Video 10.000 aufrufe und dann geht's weiter. Nein, werde ich nicht haben. Nicht beim Euro Truck Simulator, da eher mal selten, wenn es nicht irgendwas Neues ist. Und gerade andere Spiele, die nicht in dem Bereich der Simulation oder auch den Euro Truck Simulator betreffen, werden diese Aufrufe nicht generieren. Ist halt so. Aber ich will ja ein großes Portfolio anbieten, viele unterschiedliche Sachen. Und deswegen ist es für mich ein bisschen traurig. Ja? Ich kann jetzt, wie gesagt, auch nicht hundertprozentig sagen, aber ihr könnt das. Wann und wie habt ihr eine Nachricht bekommen, dass ich dieses Video gemacht habe? Einfach durch Durchschludern oder habt ihr damals eine Nachricht bekommen, weil ihr die Glocke benutzt habt? Ihr könnt ja mal reinschreiben, alle, die die Glocke bei mir aktiviert haben, ob ihr eine Nachricht per E-Mail bekommen habt oder nicht. Das würde mich auf jeden Fall mal sehr, sehr... vielleicht mache ich wirklich eine Umfrage rein, wenn ich es nicht vergesse, sonst müsst ihr schreiben. Dass einmal ohne Glocke eine Nachricht bekommen habt, einmal mit Glocke habt ihr... ich habe gar keine Nachricht bekommen. Oder bei Livestreams kriege ich überhaupt keine Nachrichten. Also machen wir erstmal das mit der Glocke und nicht Glocke, ob ihr benachrichtigt wurdet oder nicht. Das würde mich mal interessieren. Oh, ups, falsch. Oh, Hashtag Reaktion mit hohem Alter. Ho, ho, ho. Junge, 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 Junge. Und dann nimmt er noch die Vorfahrt hier, den kleinen Abtier. Hei, 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 hei.
Da wird denn ja ganz warm ums Herz. Ja, aber jetzt wieder zurückzukommen. Es ist ja immer irgendwas mit den Benachrichtigungen. Aber momentan fällt mir das sehr, sehr auf, weil doch der ein oder andere mir das quasi immer wieder sagt. Hey, ich habe nichts bekommen. Gerade so bei den Livestreams tut es mir dann wahnsinnig leid. Der ein oder andere weiß ja ungefähr, wann der Maximus einen Livestream anschmeißt. Das ist Mittwoch, so gegen 17, 17.30, 18 Uhr. Da poste ich auch, und dazu werden wir auch gleich kommen, da poste ich ja immer so rechtzeitig, ey, es geht los und wir werden jetzt gemütlich starten. In circa, also circa bedeutet bei mir so 15 Minuten vorher oder 15 Minuten später. Es kann ja immer was dazwischen kommen oder irgendwas läuft nicht gerade, das Spiel stürzt ab oder weiß der Geier. So. Und das ist ja Mittwoch, das ist Freitag, das ist Sonntag. Zwischendurch kann mal am Samstag was sein, wenn ich darf. Dass ich mich einfach mal so ransetze und sage, ja, ich fahre jetzt einfach mal eine Runde oder ich spiele irgendwas anderes. So. Da wissen die Eingefleischten von euch immer, wenn es losgeht. Jetzt kommen wir zu den Benachrichtigungen. Der fährt rum, gut. Benachrichtigungen werde ich, oder mache ich ja auf dieser YouTube-Community-Sache, einfach ein Bild posten mit dem Link nochmal, weil der ein oder andere kein YouTube-Gaming hat. Da kann man auch über YouTube-Gaming, wie viele Kilometer haben wir noch? Da kann man auch VIP werden. Ich glaube, es gibt noch andere Möglichkeiten. Nur so am Rande. Und vielleicht hat es auch die Bewandtnis, dass man YouTube Gaming als App irgendwie noch auf dem Telefon haben muss. Weil ich kriege schon die Benachrichtigung, wenn andere irgendwie einen Livestream machen, obwohl es mich nicht interessiert. Aber ich sehe es, ja, da habe ich keine Glocke, irgendwas aktiviert. Funktioniert eigentlich doch zu größten Teil, ja. Vielleicht hängt es an dieser YouTube Gaming App. Da könnt ihr nur noch andere, könnt ihr filtern, wer macht gerade Eurotax Simulator, und dann sieht man halt auch noch andere, die das machen. Halt, denke mal, so wie so eine Twitch App, ne? Nur für die Livestreams. So, könnt ihr mal ausprobieren, ob da ihr bessere Erfolge hattet bezüglich der Benachrichtigung. Und ja, benachrichtigen, wie gesagt, mit dieser Community-Funktion, wenn ihr dann Langeweile habt, so, wen habe ich abonniert, wer hat was als neues Video, und da ist ein Bild, Maximus, ach, es geht bald los. Des Weiteren mache ich das noch auf Facebook. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wie lange ich Facebook noch so mache. Also, ich interessiert es einen? Kriegt ihr durch Facebook irgendwelche Informationen? Eher schwierig, ne? Oder jetzt immer so auf Steam, dass dann halt die Leute, die bei mir in der Steam-Gruppe sind, Chris Maximus ist so Deutschlandfahne mit irgendwas drin, da könnte man durchaus mal was anderes machen. Ihr könnt euch ja mal was einfallen lassen. Für die Steam-Gruppe ein Bildchen. Ach Gottchen, mein polnischer Freund hier. Jetzt wird's aber eng hier. Jetzt. So. Da könnt ihr euch ja mal was einfallen lassen. Bei Discord mir ein Bildchen schicken. Und dann wird es vielleicht den einen oder anderen, oder meine Admins dann mit entscheiden, das Bild passt da gut. Aber es gibt nicht nur da, also da gebe ich dann die genaue Zeit ein, ja, Livestream, Event, dann habt ihr da die Information. Schlussendlich ist aber auch Discord für mich die Anlaufstelle. Nach YouTube ist für mich Discord wichtig, weil da viele unterwegs sind von meinen Leuten, die das denn sehen, was ich dann an die Pinnwand hänge. Und wenn man mich dort sieht, ich bin meistens immer da, um mal kurz mit den Leuten zu quatschen, viel Zeit habe ich ja da nicht, aber da kann man sich vielleicht schon mal denken, wenn er da ist, dann könnte es durchaus einen Livestream bald geben. Nur mal so am Rande. Und dann tue ich das ja im Vorfeld posten. Am Mittwoch mache ich das immer ganz gerne, dass ich schon einen Tag vorher poste, so gegen 17 Uhr geht es dann halt los. Ja, das sind eigentlich die vier Sachen, wo man noch zusätzlich Informationen kriegt, wann ich denn live streame. Ja, das ist natürlich immer ein Aufwand,
der eigentlich, wenn YouTube richtig laufen würde, ja, funktionieren sollte, aber so wie es aussieht, funktioniert das nicht so momentan. Und das ist eigentlich traurig. Man setzt sich hin und kein oder nur ein Teil der Leute kriegt das halt mit. Ne? Naja. Schauen wir mal, wie die Umfrage. Wir machen einfach mal nur. Ich kriege eine Benachrichtigung, ich kriege keine Benachrichtigung. Ja, dann das machen wir mal ganz einfach. Ja, und dann könnt ihr unten reinschreiben. Ja, ich habe eine bekommen. Oder habe keine bekommen, trotz Glocke. Und dann würde mich interessieren, ob das dann anders ist, wenn ich dann, wenn ihr YouTube Gaming oben habt oder nicht als App. Ja, vielleicht ist das der Schlüssel der Lösung, weil, ja, man ist ja so, man sitzt dann da, vielleicht faul vor dem Fernsehen, kommt nur Mist, scheiße, ich krieg hier eine Benachrichtigung. Und dann fahre ich aber schon eine Stunde und dann denkt derjenige, ach, ich guck mal ran. Ach, der Maximus ist ja online. Ja, und ihr habt es nicht mitbekommen. Das wollen wir ja nicht. Ja, umso mehr Interaktion ist, umso mehr kann man so noch ein paar Sachen durchgehen, quatschen. So, was ich halt beim LKW-Fahren so mitbekomme. Ja, nicht alles kriege ich mit und der eine oder andere ist dann halt beleidigt und fühlt sich nicht angesprochen. Jedenfalls fühle ich mich auf solche Sachen nicht angesprochen, wenn es heißt, hallo, grüß mich. Oder ich habe auch einen Kanal, kannst du mich abonnieren? Dann abonniere ich dich. Ja, ja. Mache ich zweimal. Immer fast und immer ja nicht. Und glaube, dieses Phänomen wird auch noch die nächsten Jahre so sich durch YouTube gehen. So, jetzt haben wir aber die ganze Zeit gelabert hier. Habt ihr überhaupt mitbekommen, wo ich hier bin? Ich habe es ja schon verraten, aber manche sind halt ein bisschen taub, die hören nicht ganz so gut. Also das ist halt im Alter so. So, wie viele Kilometer haben wir noch? 48, 47. Und dann cruisen wir mal schön. Radom, aha. Ich kann mir auch vorstellen, dass YouTube wieder irgendwas anderes baut mit dem Benachrichtigungssystem. Oder sagt sich, die Leute, die Geld investieren, um ihren Kanal halt ein bisschen hoch zu pushen, die haben, da werden halt immer irgendwelche Benachrichtigungen rausgehauen und die Leute, die es nicht machen, so wie ich, die haben halt Pech, die müssen halt auf Glück warten, ne? Naja. Ich habe es noch nie gemacht, ich weiß gar nicht, wie das geht, wo man seinen Kanal noch hochrenken kann. Wenn ihr mal eine Info habt, dann könnt ihr es mal gerne sagen. Es gibt natürlich auch Tools, meistens können das die Netzwerke. Wie ihr wisst, bin ich ja unabhängig, kein Netzwerk, ohne doppelten Boden. Ich mache das für mich, weil das ein Hobby ist und ja, so halt. Aber es gibt bestimmt irgendwelche Google-Tools, die halt... So, ich muss mal ganz schnell hin. Ich krieg nämlich gleich Besuch. Habe gerade gesehen, da kommt nämlich gerade jemand an. Da müssen wir wahrscheinlich... Ah, doch. So, warte mal, warte mal. Ich bin ein bisschen schneller gefahren. Ich dachte, ich krieg jetzt gleich Besuch. Aber ja. Aber wie gesagt, wir müssen mal dann schauen, was dann halt so rauskommt. Bei der Umfrage, also ist ja nur ein Klick, bist du oben rechts, ist ja das Infozeichen. Und dann könnt ihr halt mal schauen. So, immer noch nichts essen. Naja. Achso, ja, wenn ihr da Infos habt, wie könnt ihr, würde mich einfach mal interessieren. Ich will jetzt keine 100 Euro ausgeben, nur weil mein Kanal dann mal 5 Tage mal oben steht oder so. Naja, gut, alles klar. Macht einfach mal einen Unfall. Ja? Beinahe Unfall. Aber mich würde es auf jeden Fall immer interessieren, wenn ihr...
mal was nicht richtig funktioniert. Ja, dass ich bin natürlich das glänzende Licht, kann da gar nichts großartig ändern. Wenn YouTube meint, die verarbeiten das Video nicht auf 1080p, dann kann ich auch nichts machen. Ob es dann was bringt, dass ich es nochmal hochlade oder der Hund scheißt. Ach Gott, ja, wo bin ich denn jetzt hier? Ach du Scheiße. Das fehlt mir noch hier in der Raupensammlung. Jetzt muss ich hier wieder den Scheiß ausbaden, oder was? Ich, der Einparkkönig. Da werden jetzt wieder ganz viele gucken, wie ich das mache. Das mag ich überhaupt nicht. Mach mal die Augen zu. Ja. Ich fühle mich dann immer so beobachtet. Ah, ich glaube, ich muss noch einmal. Ach, siehst du, mit dem ersten Mal. Siehst du, gucke an. Und nicht vergessen im Multiplayer immer den Rückwärtsgang raus. Ach, sieht ja richtig herrlich aus. Ach man, ich wollte jetzt. Motor aus. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie was geht, ey. Ich bin doch wirklich. Himmel Arsch und Zwirn. Sagt nicht, dass ich hier schon jahrelang den Euro Truck Simulator spiele. Ey, ey, ey. Traurig, aber wahr. So, ja, ein bisschen kürzere Folge. Naja, wieso? 15, 16 Minuten sollte eigentlich immer optimal sein, aber bei mir sind es immer Überlänge, ne? Das ist manchmal so. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn so viele wie möglich da jetzt mit agieren, dass ich da noch ein bisschen mehr Feedback von euch erhalte. Mit den Worten mache ich aber einen ordentlichen Fisch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich mit Benachrichtigung. Am Sonntag auf jeden Fall. Und ja, hauen wir rein, ne? Bis bald. Bye, bye.